Der Anzeigenhauptmeister. Jeder sollte ihn mittlerweile kennen. Der Bruder ist einfach fast bekannter als Justin Bieber. Natürlich bringt der Erfolg oder das plötzlich berühmt werden auch die ein oder anderen Schattenseiten mit. Er wurde dann erstmal geschlagen. Was ich davon halte, werdet ihr auf jeden Fall im Laufe des Videos erfahren. Wir haben uns das Video von ZDF angeschaut. Das war der zweite Teil, ging ein bisschen kürzer. Da hat er aber auch nichts anderes gemacht, als Anzeigen zu schreiben. Deswegen wünsche ich euch da viel Spaß mit dem Video. Der Anzeigenhauptmeister wurde zusammengeschlagen. Das habe ich auch mitgekriegt, Chat. Da haben mir auch sehr, sehr viele Leute geschrieben und haben mir irgendwelche Links geschickt, haben mir geschrieben, dass der Anzeigenhauptmeister geschlagen wurde. Jeder, der irgendwie darauf reagiert hat, hat irgendwie nicht gut darauf reagiert. Also im Sinne von, niemand war irgendwie erfreut über das, was er da gemacht hat. Aber am Ende des Tages, egal was ein Typ macht, trotzdem haben wir nicht das Recht oder irgendwelche Menschen das Recht, ihn dann irgendwie zu schlagen. So, auch wenn die einen oder anderen das vielleicht gewünscht haben, aber trotzdem ist es kacke, Digga. Vor allem, der Typ ist so zerbrechlich. Also du merkst wirklich, dass einer, der kann einer Fliege nichts antun. Er kann nur Menschen auf die Eier gehen, indem er irgendwelche Tickets schreibt. Aber mehr kann er eigentlich nicht machen vom Dinger. Und dass dann irgendwelche Leute ihn gehauen haben, ist echt ekelhaft. Da muss ich echt sagen, das würde ich auch selber nicht tolerieren. Also egal, wie krass man eine Person hasst, ne, ihn zu hauen ist was, das geht gar nicht. In der S-Bahn, Fußballfan greift Anzeigenhauptmeister an. Ein Fernsehbericht hat Niklas M., den selbsternannten Anzeigenhauptmeister, bundesweit bekannt gemacht. Nun soll er Anfang März in einer S-Bahn angegriffen worden sein. Niklas M. hat bestätigt, dass es gegen seine Person zu einem Angriff gekommen ist. Der junge Mann aus Gräfenhähnchen, Sachsen-Anhalt, hat nämlich ein ausgefallenes Hobby. Er schreibt Knöllchen, das wissen wir alle. Da fotografiert der Verkehrsführer seine Heimatstadt und auch in weiteren Städten und schickt die Beweise. Okay. Nach dem Fußballspiel zwischen dem hellischen FC und Dynamo Dresden kam es in einer S-Bahn auf der Strecke Bitterfeld-Muldstein in Sachsen-Anhalt zu einem Angriff auf einen 18-jährigen Mann. Wie die Bundespolizei sogar ins Krankenhaus mit einem Rettungswagen. Das Handy wurde später auf dem Bahnsteig gefunden. Digga, die haben ihm sogar das Handy weggenommen und dann irgendwie weggeschmissen. Guck mal, das ist so das Ding. Das ist überhaupt nicht cool. Ich weiß nicht, was die Kommentare dazu waren, ne? Weil ihr habt ja geschrieben, irgendwie Kommentare sind richtig schlimm gewesen oder so. Die muss ich mir vielleicht auch nochmal separat durchlesen, aber guck mal, ich selber habe ja auch nicht gut darauf reagiert. Ich habe mich auch nicht gefreut, Digga, dass der Typ irgendwelche Knöllchen schreibt. Ich wäre vielleicht auch durchgedreht, wenn er irgendwie vor mir steht und irgendwelche Knöllchen aufschreibt, aber ich hätte niemals im Leben darüber nachgedacht, ihn zu hauen. Niemals. So, warum soll ich einen 18-Jährigen hauen, Digga, der einfach so ein komisches Hobby hat und einfach nur falsch dabei ist? Ach so, warte mal. Digga, der Typ ist einfach Dienstag dann wieder unterwegs gewesen und hat wieder ein paar Tickets aufgeschrieben. Ich glaube, dieses Schlagen hat ihn noch mehr dazu motiviert, weiterzumachen. Also ich denke, wenn er jetzt am Tag so 100 Stück verteilt an Tickets, wird er wahrscheinlich jetzt mit dieser Motivation 200 verteilen. Vielen Dank an den Fußballfan. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man denken, Niklas Mattei sei ein ganz normaler Radfahrer. 18 Jahre alt. Ganz normaler Radfahrer. Mit neongelber Weste, Fahrradhelm, natürlich vorbildlich. Und dann mit seinem Handy Anzeigen aufschreiben. Ganz normaler Fahrradfahrer. Aber spätestens bei diesem Griff zur Kamera ist klar, Niklas ist nicht zum Niklas, bitte. Was ist das für eine verdammte Kamera? Das Auto ist schneeweiß. Der kriegt doch gar nicht das Kennzeichen drauf, Bruder. Kein Wunder, dass die Anzeigen nicht durchgehen. Wie willst du dann hier das Kennzeichen aufschreiben, mein Bester? Also streift er wachen Auges durch die Städte. Und wann immer er auf einen regelverletzenden Autofahrer oder wenigstens dessen Auto trifft, schlägt er zu. Einen Meter im Taxenstand. Boah, dieser Sound, ne? Der geht mir echt nicht mehr aus den Ohren. Inzwischen hat er seinen Aktionsradius auf die ganze Republik ausgedehnt. Guck mal, natürlich gehe ich hier auf das ganz aktuelle Thema ein. Niklas wurde ja geschlagen in der S-Bahn. Da bin ich auch im Chat am Anfang drauf eingegangen. Ist an sich überhaupt nicht cool. Also kann ich wirklich keinem empfehlen. Egal, was du für Probleme mit einer Person hast, ob du feierst, was er macht oder nicht. Hauen geht auf gar keinen Fall. Und wenn ich mir so sein Gesicht angucke, Bruder, wie kann man den Typen überhaupt ein Haar krümmen? Er triggert mich auch unnormal, ne? Also ich würde auch mindestens einen Spruch bringen, wenn er mich abfotografiert am Auto, aber anfassen würde ich niemals. Der sieht viel zu harmlos aus, viel zu süß. Mit seinen, ich würde sagen Vape, aber der raucht bestimmt nicht. Autoschlüssel ist es auch nicht, keine Ahnung, was es ist. Ich habe letztes Jahr 140.995 Euro erwirtschaftet. Das ist eine Menge Geld, womit die Gemeinden auch was anstellen können. Mhm. Und ich stolper immer noch über scheiß Löcher an den Gehwegen. Oder anscheinend wird das Geld ja nicht richtig investiert. Mhm. Man muss aber auch sagen, ich finde, die Doku ist ja richtig scheiße aufgebaut. Also das ist wirklich der Abklatsch von der Spiegel-TV-Doku. Das sind beides zwei verschiedene Anbieter, Gesellschaften. Und man merkt wirklich den Unterschied. ZDF ist wirklich nur auf den Zug aufgesprungen mit seinem Pegasus-Fahrrad. Und man sieht Akribie und ein gewisses Maß an Unnachgiebigkeit. Oder was ist da denn jetzt verkehrt dran? Für seine Tätigkeit. Also steht nicht komplett unter so einem Schild und deswegen... Er hat die Kreide in so einer kleinen Tüte, oh mein Gott. Ich kann mir richtig vorstellen, Chat, dass er so morgens, wenn er rausgeht, so eine kleine To-Do-List hat. Kreide, Zollstab, Helm, Neon,
Weste, damit mich auch jeder sieht. Und natürlich mein Mobilfon. Klickgeräusch auch nochmal so aktualisieren und auf laut stellen, damit das jeder hört. Die ganze Nachbarschaft, dass er ein Foto gemacht hat. Und dann geht er raus. Dann hat er wirklich den perfekten Start in den Tag erwischt. Der selbsternannte Anzeigenhauptmeister bewegt sich rechtlich gesehen in einem Grenzbereich. Denn Amtsanmaßung ist strafbar. Heikel wird es, wenn er beispielsweise Falschparker auffordert, ihr Fahrzeug aus dem Halteverbot zu entfernen. Sollte er dabei den Eindruck erwecken, dass er zur Polizei gehört oder zum Ordnungsamt... Warum zittert der Typ von ZDF so? Der Versuchung, sich als Polizist auszugeben, hat Niklas Mattei bisher widerstanden. Es ärgert einen, wenn irgendwo Leute stehen, wo man weiß, darf halt nicht. Oder noch besser, der eigene Parkplatz, der für Anwohner ist, ist belegt. Allein was stört dich daran, Digga, dass jemand irgendwo parkt, wo er eigentlich nicht parken darf? Wenn er die ganze Straße blockiert und du kaum durchkommst, verstehe ich. Wenn das aber einfach ganz normal irgendwo an der Straße ist, wo das eigentlich kein Mensch juckt, dann verstehe ich nicht, warum es dich stört, Digga, Meisterpropper. Da weiß ich wirklich nicht weiter. Weißt du, was ich für ein Autofahrer bin? Wenn ich merke, er blockiert mich extrem, tamam, drehe ich mich auch auf. Wenn ich aber merke, das blockiert mich gar nicht, ich kann ganz normal durchfahren, Digga, dann park, wo du willst. Es juckt mich gar nicht. Ich bin auch manchmal, wenn ich zum Kiosk muss, ganz schnell, parke ich auch mal ganz kurz hier auf dem Bordstein, Warnblinker, rein und wieder zurück. Hat keinen blockiert. Die Anzeigenerstattung erfolgt übrigens ganz einfach mittels einer App. Ein bisschen Rechtskenntnis ist allerdings Voraussetzung. Kennzeichen, Fahrzeugdaten. Bruder, mit diesen Nägeln auch noch, Alter. Junge. Auch wenn Niklas' Hobby etwas ungewöhnlich sein mag, die Ordnungsämter sind verpflichtet. Ey, weißt du, was mich eigentlich triggert? Also was mich wirklich eigentlich triggert? Junge, warum sieht er aus, als wäre er von der Stadtreinigung? Oder so ein Baustellenmitarbeiter? Junge, dann zieh dir doch wenigstens was Schlichtes an, so ordnungsamtmäßiges, aber doch nicht hier irgendwas von der Stadtreinigung. Dann noch GoPro, Police TV, Stadtreinigung und dann Helm, Digga. Also im Grunde genommen kann jeder jeden anzeigen, da gibt es also keine Beschränkungen. Ich zeig dich an. Angst kennt Niklas. Dennis, wie würdest du handeln, wenn er dich anzeigt, weil du 15 cm im Halteverbot stehst? Bruder, wie gesagt, ich wüsste nicht, wie ich jetzt reagieren würde. Ich würde ihn aber auch auf jeden Fall niemals anfassen. So, Bruder, ich sag dir ehrlich, diese Nägel, da will ich auch gar nicht anfassen, mit denen will ich mich gar nicht erst streiten. Ich würde ihn auf jeden Fall mal fragen, ob er vielleicht psychische Unterstützung braucht und ob ich ihn da eventuell behilflich sein kann. Ich bin da schon sehr streng. Warum? Naja, Gesetz ist halt Gesetz. Das absolute Halteverbot zum Beispiel, was irgendwo steht, ist nicht ohne Grund da. Das ist nicht ohne Grund ein absolutes und kein eingeschränktes Halteverbot. Ey, das ist krank, ne? Der meint das ja wirklich ernst. Also den wird es ja wirklich nerven, wenn du länger als 3 Minuten irgendwo hältst, wo du nicht halten darfst. Also der drückt ja wirklich kein Auge zu. Bestechung und sowas funktioniert wahrscheinlich bei dem sowieso nicht. Digga, das ist ja krank, bei Gott. Ich frage mich wirklich, wie das kommt. Also Bruder, du musst ja wirklich diesen Gerechtigkeitssinn nicht zu 100% in dir tragen, sondern zu 300%. Weil anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass jemand wirklich sagt, ey, ich gehe da jetzt raus mit meinem Stadtreinigungsoberteil, gehe da hin mit meinem Helm und schreibe einfach mal ein paar Anzeigen auf. Das anders kann ich mir nicht erklären, weil Bruder, du, die Zeit musst du doch irgendwie nutzen, um irgendwas anderes Produktives zu machen für dich, weil damit hilfst du dem Staat. Beziehungsweise er kriegt ja nicht mal was davon richtig. 20 Anzeigen schafft Niklas im Durchschnitt pro Tag und Einsatz. Guck mal, das hier zum Beispiel. Okay, das ist eine Feuerwehreinfahrt, ne? Wenn jetzt hier irgendwas passieren sollte, dann steht er auf jeden Fall komplett scheiße da. Also das ist wirklich sehr, sehr ungünstig. Hier zum Beispiel hätte ich gesagt, okay, ist wirklich nicht cool, ne, im Fall des Notfalls, aber wenn man auch mal drüber nachdenkt, hier ist eine Feuerwehreinfahrt, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier wirklich ein Feuer ausbricht? Aber das hätte mich grundsätzlich nicht behindert. Ja, ich denke mal, so jemanden wie ich hat es noch nicht gegeben, der in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, in ganz Deutschland einen Falschparker angezeigt hat. Das Ziel von Niklas ist, in jeder Stadt Deutschlands einen Verkehrssünder oder eine Verkehrssünderin anzuzeigen. Tja, fehlt nur noch, dass in Hamburg ich die Person bin, die er anzeigt, Digga. Ich glaube, ich kriege einen Brief und da steht so Zeuge, ne? Anzeigen, Hauptmeister. Oh mein Gott, ich würde dieses Ding hier aufhängen, veredeln, dann noch in so einem Rahmen an die Wand hängen.